Hallo! Vor euch steht eine sehr müde Persönlichkeit. Diese hier. Heute war irgendwie so furchtbar voll zum Tor und alles mit Stress. So. Schnell, schnell, schnell. Dann ist wieder ein Schwung Kundschaft gekommen und momentan ist mir aufgefallen, es ist immer so, dass stundenlang kein Mensch kommt und dann aber voll. Also zwei, drei Kundschaften hintereinander und ich war so, Kundschaft ist wieder weg. Was ich sagen wollte, es ist immer so, wenn du irgendwas machst, dass du sagst, ja, jetzt passt es gerade, kommt eh keiner. Stundenlang kommt kein Mensch und dann bilden sich Schlangen, das habe ich vorhin schon gesagt, und es ist unfassbar, ich verstehe das nicht. Das ist wie wenn draußen irgendwie ein Schalter gelegt wird, weil dann kommt eine Kundschaft und dann fährt das zweite Auto einer und vielleicht auch nur ein drittes. Und ihr seht, eigentlich ist das fast alles am Laden. Sprich, der Laden ist sehr klein, es ist ein kleiner Raum und ich lasse halt nicht eine Person bzw. einen Haushalt rein. Die anderen müssen bitte schon draußen warten. Es gibt ja kein Problem, jeder wartet draußen. Ich meine, wir wissen alle, jetzt ist Global Pandemic. Und wir stehen mal halt alle im selben Boot und wir kennen uns alle aus. Ist kein Problem. Aber selber mich setzt es total unter Druck, wenn draußen Leute stehen und herin. Und herin sind Leute, die ich nicht bedrängen mag, dass schneller deren, aber zugleich stehen ja draußen auch Leute und wollen rein und. Ich habe immer die Panik, dass mir die Leute, die draußen rumstehen und warten, dass die dann gängern. Es ist so schwierig. Aber bis jetzt ist noch keiner gegangen. Die Leute sind alle total lieb. Die Leute haben alle Mundschutz. Wenn ich es ermahne, weil wirklich einer kommt ohne Mundschutz, dann sage ich: Hallo, habt ihr was vergessen? Bitte Mundschutz aufsetzen. Kein Problem. Ich habe die Lage im Griff. Nicht. Na, es ist so anstrengend heute gewesen. Ich mag mich gar nicht beschweren. Es war halt ein schöner Tag, aber irgendwie auch anstrengend. Bis Mittag. Mittag war ich dann so weit, dass ich gesagt habe, eigentlich gelangt es halt. Eigentlich gelangt es halt. Freitag, Mittag, aufhören. Aber bitte nicht falsch verstehen. Eigentlich war es ganz okay. So, jetzt im Nachhinein, wenn man nicht mehr in der Situation drin ist, dass einem die Arbeit über den Kopf bricht und einem in den Keller zwingt, ist wieder ganz okay. Ja, so, und was wollte ich noch sagen? Instagram hat mir immer noch keine Musikfunktion gegeben. Jetzt haben wir zwar diese Reels, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, aber keine Musikfunktion. Und warum nicht? Ist in deinem Gebiet nicht verfügbar. Hallo, ich glaube, ich spinne. Ich spinne ja wohl. Also, wie wäre mir da keine Musik zur Verfügung hätten? Spotify läuft bei mir auch. Aber warum nicht diese Musik? Warum gibt es diese Musikfunktion nicht bei mir? Ich habe schon Instagram neu installiert und also deinstalliert, neu installiert und bei mir gibt es keine Musikfunktion. Warum? Aber ich glaube, ich weiß jetzt auch, warum das so ist. Hat man nämlich gerade Gedanken gemacht. Und jetzt glaube ich, weiß ich auch, warum das so ist, weil ich keine Musikfunktion habe. Weil Instagram möchte, dass ich selber Musik mache. Es muss so sein. Ich sollte vielleicht der Moderator werden, weil diese Schleife, dieser Übergang zum nächsten Thema klappt ja mal hervorragend. Das heißt, wir kommen jetzt zum nächsten Lied. Bitte singt alle mit! Die besten Nudeln, das beste Pesto gibt's. Heute nur im Nudelnestal, wuhu, schubidu, la 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 la.